Mal ehrlich jetzt. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Ehrlich Sport aus Stockstadt am Main. Hallo, liebe Zuhörer. Heute zu Gast Christian Hock, Sportdirektor vom SVW in Wiesbaden. Auch er ist eine Person, die aus dem Aschaffenburger Raum Richtung Profifußball und Trainerkarriere gezogen ist. Hallo Christian, wie geht's? Hallo, schönen guten Tag. Ja, geht ganz gut. Freue mich und bin gespannt auf die nächste Stunde. Ja, vielleicht brauchen wir zwei. Deine Position als Sportdirektor, die besprechen wir natürlich auch, müssen wir besprechen. Das werden wir dann am Podcast Ende machen. Aber wir möchten gerne mal beginnen. Der kleine Christian Hock ist geboren am 11. April 1970 in Aschaffenburg. Heimatort Walderschaft. Wir würden sagen, hier im Spessart Walloschow. Das ist völlig richtig. Und ich habe gestern wieder ein prägendes Erlebnis gehabt, als wir nach unterwegs waren zum Auswärtsspiel, mit dem Vater telefoniert. Und dann sitzt unser Geschäftsführer nebendran und sagt dann, du verfällst in eine völlig andere Sprache. Du hast eine weitere Fremdsprache. Also ist schon so, dass Walloschow im Herzen bleibt, immer die Heimat bleibt, und dann ist man auch ganz schnell wieder ins Blatt verfallen. Ja, für unsere Zuhörer, Walderschaff ist auch auf der A3 eine Abfahrt, und die A3 ist ja bekannt durch, ja gut, jetzt sind die Straßen wieder neu, aber früher immer durch Staus bekannt. Wohnt in Wiesbaden. Du hast eine Schwester, die Carina, 4 Jahre jünger, getrennt lebend, 2 Kinder, die Zwillinge Lucy und Lara, aber ich glaube, die beiden Mädels, die haben nicht so den Fußball im Sinn, oder? Nee, also am Anfang so gar nicht. Mittlerweile, ich glaube, kommen sie so ein bisschen auf den Geschmack, würden auch gerne mal wieder ins Stadion mitgehen, aber die hauptsächliche sportliche Betätigung, die sie haben, ist Reiten und Tanzen. Typische Mädels halt, die Pferde sind sehr wichtig. Da sind sie 2 oder 3 Mal die Woche. Von daher ist es schön, dass sie was machen, dass sie abgelenkt sind, dass sie Sport tun. Und von daher freue ich mich, dass sie sich auf die Pferde konzentrieren und nicht groß auf den Fußball. Ja, da muss man sich nicht so viel ärgern, ne? Wie beim Fußball. hast du noch Erinnerungen nach Walderschaff? Wie war das als kleiner Bub auf dem Land? Wo und wann hast du eigentlich das Fußballspielen begonnen? Mit welchem Alter? Also ich habe noch sehr gute Erinnerungen. Also ich habe bei Viktoria Walderschaff angefangen mit 7 in der E-Jugend damals, und habe dann praktisch die komplette Jugendabteilung bei Viktoria Walderschaff durchlaufen, bis hin in die B-Jugend und dann noch das erste Jahr A-Jugend, und bin dann erst zur Viktoria nach Aschaffenburg gewechselt. Bei uns war es einfach so, dass du dich jeden Tag zum Bolzen, zum Kicken getroffen hast. Wir hatten mitten im Ort so einen kleinen Bolzplatz. Da bist du nach der Schule, nach den Hausaufgaben, mittags um 2, 2:30, 3 hast du dich da getroffen, hast gekickt und bist dann abends nochmal ins Training. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit, die heute überhaupt nicht mehr so darstellbar ist und nicht mehr so zu sehen ist. An den kleinen Platz kann ich mich selbst auch noch erinnern, in Walderschaff. Dein erster Trainer? Mein erster Trainer war jemand aus Walderschaff. Wir haben ganz, ganz viele Jugendtrainer in Walderschaff gehabt. Unter anderem mein Vater hat auch ein bisschen was Trainertätigkeit mittrainiert. Und da haben wir sehr viele gute Trainer durchlaufen. Unter anderem in Walderschaff, in Werner, der in der B-Jugend, C-Jugend und A-Jugend mein Trainer war und wo er wirklich sehr, sehr viel mitgenommen hat auch. Zu deiner Kindheit, gab es damals schon in Sachen Fußball, hast du schon mal einen Traum zum Profifußballer gehabt? Oder welches Vorbild hast du in deiner Zeit gehabt als Kind? Also muss sagen, als ich angefangen habe, Fußball zu spielen, war immer mein Traum, Fußballprofi zu werden. Wenn du das dann irgendwann geschafft hast, dann ist es natürlich schon eine schöne Sache, deinen Traum, den du damals hattest, auch zum Beruf zu machen. Und mein großes Vorbild damals, ich war begeisterter Gladbach-Fan. Zu der Zeit zu dem Zeitpunkt hat auch Lothar Matthäus da gespielt. Von daher war Lothar Matthäus schon einer meiner Vorbilder, was den Platz angeht, was
die Spielweise angeht. Da hat man sich schon so ein bisschen dran orientiert, um in die Richtung zu kommen. Und der größte Traum ist dann natürlich in Erfüllung gegangen, als ich dann auch mal 2 Jahre bei Borussia spielen durfte. Lothar Matthäus, hast du angesprochen, vor kurzem hat er seinen 60. gefeiert. So, jetzt wird er noch als Nationaltrainer gehandelt. Sind wir mal gespannt. Wie wichtig waren deine Eltern damals in der Jugendzeit? Ich meine, war ja eine ganz andere Zeit, wie wir jetzt haben. Ja. Also ohne meine Eltern wär das, was ich sportlich erreichen konnte, überhaupt nicht möglich gewesen. A, weil meine komplette Familie, sowohl mein Vater, meine Mutter als auch meine Schwester, bei jedem Spiel dabei waren. Egal, ob es auswärts war in der Jugend, ob es zu Hause war. Es war praktisch immer ein Familienevent, wo alle unterwegs waren. Mein Vater war, wie gesagt, schon teilweise mit im Trainerjob mit tätig. Meine Mutter hat Kuchen gebacken, hat Kaffee gemacht, Getränke gemacht. Das war damals nicht nur unsere Familie, sondern dieser komplette Club und diese komplette Mannschaft war eine große Familie. Und als ich dann gewechselt bin nach Aschaffenburg zur Viktoria in die A-Jugend, da musst du ja auch irgendwie hinkommen. Und dann hat mich mein Vater oder meine Mutter zu jeder Trainingseinheit gefahren, da gewartet, abgeholt, wieder und dann abends nach Hause geguckt. Das ist eine Geschichte, wo man unendlich dankbar ist, dass seine Eltern einem das ermöglicht haben. Du hast angesprochen, Viktoria Aschaffenburg, kommen wir natürlich auch dazu. Gibt es einen erlernten Beruf? Ja, ich habe tatsächlich was gelernt. Ich habe nach meiner Schulzeit bei der Firma Ümos in Walderschaf und in Oberzhausen Energieanlagenelektroniker gelernt, habe Elektrotechniker dann nach der Lehre weitergemacht. Ist auch eine Geschichte, die ich den Jungs hier bei uns immer ganz gerne erzähle, weil sie immer sagen, wir haben so viel und wir so oft Training und bla bla bla. Ich habe 2 Jahre lang meine Lehre gemacht habe und in Viktoria in die erste Mannschaft dann gerutscht bin, in der Lehrzeit Frühschicht gearbeitet, damit ich nachmittags beim Training sein konnte. Das heißt, ich bin morgens um 5 aufgestanden, habe meine Lehre gemacht, war alleine in der Lehrwerkstatt, habe die praktisch aufgeschlossen, konnte dann mittags um 1 abhauen, damit ich um 2:30 auf dem Platz stehen konnte. Bin dann abends nach Hause gekommen und da hast du noch nichts irgendwie gelernt gehabt oder sonst irgendwas gemacht gehabt. Und das 5 Tage, ja, 4 oder 5 Tage die Woche. Und da haben sich die Zeiten schon ein Stück weit geändert. Das ist heute, glaube ich, überhaupt nicht mehr machbar. Ja, und die wissen manchmal gar nicht, zum NLZ kommen wir auch später, die wissen ja gar nicht, wie gut das denn eigentlich zurzeit geht und was sie für riesen Vorteile haben. Ja. Die Kontakte zur Heimat, hast du angesprochen, die bestehen natürlich immer noch. Viktoria Walderschaff, spielen in der Kreisklasse, haben hier oben also auf dem Berg eine tolle Anlage, ist aber auch zurzeit gar nichts. Gibt es die Kontakte auch noch, dass man sagt, du pass auf, hier kriegst du einen Tipp, hier ist jemand aus dem Aschaffenburger Raum in der Nähe von Walderschaft, der könnte vielleicht eventuell zu euch kommen als Jugendlicher? Also es gibt schon ab und zu Kontakt. Also man muss ja ganz klar sagen, ich bin seit 1988 nicht mehr in Walderschaft ansässig. Also von daher ist diese Freundschaften, die damals aufgebaut worden sind, natürlich noch ab und zu vorhanden, dass man sagt, man telefoniert mal oder man schreibt sich mal. Oder Klassentreffen, die immer wieder organisiert werden, wo man versucht, da zu sein. Aber dieser ganz große Kontakt nach Walderschaft selbst ist hauptsächlich natürlich zur Familie. Nach Aschaffenburg zur Viktoria habe ich ganz gute Kontakte noch über den Erik Rass, über den Benny Hotz, auch mit dem Rudi Bommer habe ich ab und zu noch Kontakt. Und da ist es schon so, dass ab und zu mal nachgefragt wird. Da geht es aber eher in die andere Richtung. Was kann denn die Viktoria vielleicht von uns gebrauchen? Ja? Welche Spieler geben wir vielleicht ab? Und wir haben natürlich auch, was das NLZ angeht, dadurch, dass die räumliche Nähe natürlich gegeben ist, schon einen ganz ordentlichen Kontakt zur Viktoria, auch was Freundschaftsspiele angeht. Und da ist es schon so, dass man da sich öfters mal austauscht. Wenn es irgendwann mal wieder geht, machen wir was aus, da fahren wir nach Walderschaft, da gab es immer das beste Lackefleisch. das stimmt, das ist sogar, also mein Vater hat jetzt im Winter für mich, als ich da war, Lackefleisch gemacht. Er hat es natürlich nicht draußen gemacht mit der großen Glut, aber du kannst es ja mittlerweile auch im Ofen machen mit so einer schönen Folie drum und es ist halt dann mal wieder was anderes, da kommen wirklich Kindheitserinnerungen dann hoch. Ja. Hobbys, hat man überhaupt Zeit? Hast du irgendein Hobby? Hat man Zeit dazu, wenn es normal läuft? Also
große Hobbys, glaube ich, ja, gibt's nicht. Was ich gerne mache, ich bin jetzt auch in einem gewissen Alter, wo man sich ab und zu mal den Körper so ein bisschen pflegen muss. Ich versuche ein, zwei Mal die Woche laufen zu gehen, wenn es die Knie noch zulassen, versuche ab und zu mal Tennis zu spielen. Das ist aber auch schon alles. Und der Rest ist so, dass ich die meiste Zeit hier auf dem Hallberg bin, was das Büro angeht, was die Mannschaft angeht. Und dann auch mal froh bin, wenn man zu Hause sitzt und sich mal in Ruhe auf die Couch setzen kann oder auch mal in Ruhe hier durch den Wald spazieren kann und mal ein paar Minuten genießen kann. Was regt dich am meisten am Fußball auf und wie stehst du eigentlich zu dem Videobeweis? Das ist eine gefährliche Frage. Erste, zweite Liga, Videobeweis, jede Woche die Diskussionen. Ja. Also wir haben es ja jetzt hautnah kennengelernt, letztes Jahr in der zweiten Liga mit Videobeweis, dieses Jahr in der dritten Liga ohne Videobeweis. Ich war am Anfang sehr, sehr überzeugt vom Videobeweis, aber so wie es momentan läuft, muss ich ganz klar sagen, macht es keinen Sinn. Und ich habe dann den Vergleich zur dritten Liga, wo der Videobeweis nicht herrscht, wo sicher auch Fehlentscheidungen getroffen werden oder falsche Entscheidungen getroffen werden. Aber du hast diese Warterei, diese Ungewissheit, ist es denn ein Tor, ist es Abseits, ist es das, die hast du einfach nicht. Und es ist Fußball ein Stück weit purer, als es ja jetzt momentan in der ersten und zweiten Liga stattfindet, in der dritten Liga, weil du einfach ja diese Zeitverzögerung nicht hast und bist nicht angewiesen darauf, ob irgendjemand dann irgendwo anders entscheidet, das war ein Tor, das war kein Tor, sondern es gibt Entscheidungen, die manchmal vielleicht auch falsch sind, die du dann aber so akzeptieren musst. Wie wir alle wissen, gleicht sich im Laufe der Saison die Fehlentscheidung oder die Entscheidung gegen dich oder für dich so und so wieder aus. Endlose Diskussionen. Ja. Du hast erwähnt, du hast noch, ich glaube, ein Jahr hast du noch in der Victoria A-Jugend gespielt und ja. Bist damals gewechselt. Wir haben deine Mitspieler aufgenommen und wer hat dich zu der Victoria geholt? Wer war der Antreiber? Also ich bin damals schon in der U15 war die erste Anfrage von der Victoria über Wolfgang Iwan, der damals Trainer war. Bei mir, ob ich nach Aschaffenburg wechseln will. Und damals in der U15 beziehungsweise C-Jugend hieß es damals noch, waren wir einfach die Freunde und die Heimat wichtiger als nach Aschaffenburg jedes Mal zu fahren, zumal wir damals mit der C-Jugend in der gleichen Liga wie die Victoria gespielt haben. Und in der A-Jugend dann kam die Anfrage und da war es einfach so, dass ich gesagt habe, wenn du es jetzt nicht machst, dann wirst du wahrscheinlich nie mehr Profi werden und ich habe es gemacht, habe mich in Aschaffenburg in der A-Jugend, in der Bayernliga damals, höchste Klasse damals direkt im ersten Jahr durchgesetzt, im zweiten Jahr dann das erste halbe Jahr in der zweiten Mannschaft gespielt und dann in der Rückserie in der zweiten Liga schon im Kader der damaligen zweigleisigen zweiten Liga dabei gewesen und da auch schon meine ersten 4 Einsätze gehabt. Von daher war es eine heute fast undenkbare Karriere, die so heute nur noch ganz, ganz selten vorkommt. Da kommen wir gleich zu dem richtigen Übergang. Aber vorher hattest du sicherlich einige Trainer in deiner Laufbahn. Für was konntest du dich selbst als Trainer mitnehmen oder wer hat dich am meisten gefördert? Ich meine, du warst ja dann, kommen wir auch zu deiner Trainerzeit. Ja. Von welchem Trainer hast du am meisten gelernt, wo du sagst, jetzt noch, okay, das war ein Förderer von mir? Also es gab am Ende des Tages 3 Trainer, wo ich sage, das waren Förderer von, also 3 Förderer und 2 davon, von denen habe ich am meisten mitgenommen, auch für eine weitere Karriere als Trainer oder auch als Sportdirektor. Zum einen war natürlich ein großer Förderer in Aschaffenburg, als ich aus der Jugend rausgekommen bin, der Werner Lorand, der damals mein Trainer war, der zwar eigene Methoden hatte, ja, aber der unter anderem Spieler wie ein Bernd Winter oder mich extrem gefördert hat, weil er halt eine gewisse Qualität gesehen hat. Und der uns direkt im ersten Jahr aus der Jugend raus schon an den Profifußball gewöhnt hat. Und die beiden, die mich am meisten geprägt haben, waren natürlich Wolfgang Frank und Jürgen Klopp, unter denen ich in Mainz dann arbeiten durfte, mit dem Klopp noch zusammen spielen durfte. Und dann wurde mein Trainer und Wolfgang Frank natürlich derjenige, der ja alles, was taktische Geschichten angeht, da uns komplett auf einen neuen Level gehoben hat. Okay, wir sind gleich wieder da. Christian, liebe Zuhörer, wir gehen mal ganz kurz in die Werbung. Dann geht's weiter zu Victoria aus Aschaffenburg. Bis gleich, wir gehen in die Werbung.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Schwindbräu Aschaffenburg. Bierspezialitäten gebraut mit regionaler Braugerste. Schwindbräu, mein Schluck Heimat. So, Christian, hörst du uns noch? Wir sind wieder da. Ich höre dich, ja. Gut aus Zwickau zurückgekommen. Ja, war eine lange Fahrt, was heißt eine lange Fahrt, aber keine schöne Fahrt, sagen wir es mal so. Ja. Profikarriere, es gibt immer Statistiken. In der zweiten Liga 240 Spiele, 24 Tore, in der ersten Liga ein Spiel, DFB-Pokal, Einsätze natürlich auch, aber 46 gelbe Karten, 3 rote Karten, also das waren schon ein paar, ne? Ja, also ja, das waren ein paar. Alle verdient. würde ich jetzt nicht sagen. Ja, also die gelben Karten waren wahrscheinlich alle verdient. Bei den roten Karten waren es so, dass eine, weiß ich noch hundertprozentig, die war verdient. Das andere waren auch zweimal Handspiel auf der Linie oder einmal Handspiel auf der Linie in St. Pauli. Aber ganz ehrlich, in 240 Zweitligaspielen 46 gelbe Karten, das zeigt dann auch, dass man mit Herz dabei ist, dass man mit Feuer und Leidenschaft dabei ist und dass man keinen Zweikampf aus dem Weg geht. Das ist das, was, glaube ich, daran hängen bleibt. Und dass man sich mit den Schiedsrichtern verstanden hat. Ja, 100%. 1988 bis 1992 Viktoria Aschaffenburg. Du hast es vorhin schon mal angesprochen, das erste Jahr war ja dann auch zweite Bundesliga. Die damaligen Mitspieler, kannst du noch ein paar davon aufzählen in deinem ersten Jahr? Ja, da kann ich einige noch von aufzählen. Also Klaus Weidmeier im Tor, dann haben wir gespielt Peter Löhr, Oliver Bosniak, Klaus Theiss, Rudi Bomme, Ralf Haub, Holger Fritz, Matze Imhoff, Micha Bachmann, also da waren schon Michael Sand, da waren schon ganz, ganz viele dabei, wo man sagt, das sind Jungs, die erinnert man sich gerne zurück. Und ich hatte ein prägendes Erlebnis mit dem Peter Löhr, als ich aus der Jugend rausgekommen bin, im ersten Training, im Ball abgenommen und er ist hinter mir her und hat mich in Kniehöhe an die Bande getreten, ist über mich gekommen und hat gesagt, Junge, das machst du einmal und solltest mir das zweite Mal einen Ball abnehmen, dann wirst du wahrscheinlich nie Profi werden. Und das sind halt so prägende Erlebnisse, die man hat, die einem aber auch weiterhelfen und die einfach schön sind, wenn man sich daran zurückerinnert. Ralf Haub, Didi Lindenau, Marco, ja, Schäfer, genau. Ingo Albach, Uwe Höfer, also unwahrscheinlich alles. Ich hätte beinahe gesagt, Aschbecher Jungs. Aber fällt mir gerade eine kleine Anekdote ein. Natürlich auch der Chris Voigt, der wie immer bei uns die Regie führt und in der Technik ist. Der hat ja auch in seiner Jugendzeit bei der Eintracht gespielt und war auch im Auswahl. Und da hat er auch mal ein kleines Erlebnis, so wie du jetzt gehabt mit dem Heiko Westermann. Der Chris wird sich mit Sicherheit daran erinnern, also auch mit Upgrätschen. Kannst du dich noch an ein erstes Spiel in der zweiten Bundesliga bei Viktoria 0-1 Aschaffenburg erinnern? Wenn ich nicht ganz falsch liege, war das Spiel bei der SG Wattenscheid. Also du sagst mir jetzt was anderes. Wenn die Statistik stimmt, muss es wohl der 23.07.88 gewesen sein. 2:2 vor 10.000 Zuschauern am Biberer Berg. Oh, das kann ich, ja, das kann durchaus sein. Also ich weiß, dass ich die ersten Einsätze waren eher so Kurzeinsätze. Ja. Ich habe auch mal, das erste Heimspiel war, glaube ich, gegen Alemannia Aachen, was ich gemacht habe. Ich kann mich noch an Wattenscheid erinnern, da habe ich gespielt. Also es war der erste Einsatz, glaube ich, von Beginn an in Wattenscheid. Ja, aber wann das erste Spiel genau war, wenn du sagst Offenbach, dann war es Offenbach. Ich hoffe, das stimmt. 2:2, Torschützen Bubu Knecht und Holger Fritz. Ja. So, du hattest natürlich in dieser Saison 88, 89 die zweite Liga, haben wir angesprochen. Es war leider dann der 18. Platz, ja. Abstiegsplatz. Trainer Kurt Geinzer, der war bis April dort. Dann kam Werner Nickel, der hat dann gleich für 10 Spiele übernommen. Und das war eigentlich eine verdammt enge Saison, wenn man drüber nachdenkt. Es war ja Schalke da, Hertha BSC Berlin, Fortuna Düsseldorf, Mainz, es waren sehr, sehr bekannte Gegner und dann ist man dann mit 34 Punkten abgestiegen.
damals mit dem FSV Mainz 05, auch eine Station von dir, ja. Kickers Offenbach, der Zwangsabstieg und die SG Union Solingen. Dann hast du Wattenscheid angesprochen. Es war ja das letzte Saisonspiel. Rot-Weiß Essen und Kickers Offenbach hatten damals 35 Punkte. Ich kann mich noch erinnern. Dann hat Offenbach zu Hause 1-0 gegen Essen gewonnen. Und das letzte Saisonspiel, wo du dabei warst, wurde mit 2-1 bei der SG Wattenscheid verloren. Du warst mit dabei. Erinnerungen? Letztes Saisonspiel. Und dann hat es geheißen so, die haben gewonnen, die Offenbacher gegen Essen, die bleiben ja. drin, wir steigen ab. Junger also, Mann damals. Ja, also Erinnerungen ja, weil man sich an das Stadion erinnern kann, weil man sich daran erinnern kann, wie man dann ja aus dem Stadion raus ist, wie man gefrustet aus dem Stadion raus ist und wie man dann nach Haus gefahren ist. Allerdings muss ich auch sagen, im Nachgang war es vielleicht für so junge Spieler wie ein Bernd Winter oder mich noch nicht mal für die Victoria natürlich die schlechteste Lösung, aber für diese jungen Spieler vielleicht sogar eher eine bessere Lösung, weil wir danach in der Oberliga, die es ja damals noch die dritthöchste Klasse war, dann wesentlich mehr Einsatzzeiten gekriegt hat als vielleicht in der zweiten Liga. Nichtsdestotrotz ist ein Abstieg absolut bitter und immer bitter, zumal es damals aus der zweigleisigen Liga war. Und wie du schon gesagt hast, viele Mannschaften in der Liga drin sind, gegen die sich heute jeder wünscht zu spielen. Ja, Schalke 04 und so viel habe ich noch vergessen. Du hast die Amateuroberliga Hessen angesprochen, dann die Saison 89-90, siebter Platz, damals Trainer Timo Zahnleiter. Mhm. 90-91 dann Platz 4 in derselben Liga, damals war schon Werner Beinhardt Lorand. Mhm. Du hast davon gesagt, du hast viele Erinnerungen an ihn, er hat dir viel geholfen. Wie war das Training? Im Gegensatz zu heute kann man das gar nicht mehr vergleichen. Nein, also es ist nicht vergleichbar. Also man hat damals am Anfang zweite Mannschaft gespielt unter Helmut Reusche, der ja auch relativ bekannt ist hier im Kreis, der mich da gefördert hat. Und dann bist du zu Werner Lorand gekommen und der Werner hat halt viel auf Ausdauer, auf Athletik, auf läuferische Bereitschaft gesetzt. Aber, und das muss man auch sagen, die Mannschaft war absolut topfit. Also wenn du es überstanden hast, das Training, warst du topfit. Und das hat uns auch in jungen Jahren schon geprägt und gezeigt, wie du einfach arbeiten musst oder wie du dich topfit machen musst, damit du hundertprozentig Leistung abrufen kannst. Und das ist sicher eine Geschichte, wo der Werner Lorand einen großen Anteil dran hatte, dass du diese Eigenmotivation, dieses eigene Training, dieses eigene, ja, die schinden wollen und die schinden können, dann auch schon in jungen Jahren gelernt hast. Für uns junge Spieler damals war es jetzt nicht das ganz große Problem, weil wir konnten es, wir waren noch so jung, dass es uns nicht allzu viel ausgemacht hat. Wenn du natürlich schon ein paar Jahre auf dem Buckel hattest und musstest das Training machen, dann war es schon schwieriger. Ja, Werner Lorand, dann die Saison 91-92, da hat sich die harte Trainingsarbeit ausgezahlt, ihr seid auf Platz 1 gelandet, ja. War dadurch in der Aufstiegsrelegation, die ist leider in die Hose gegangen. Gegen Reutlingen 1-1 zu Hause, waren da noch 7000 Zuschauer, ja. Dann 1-3, dann habt ihr gegen Unterhaching 1-1 gespielt und zu Hause dann 0-1 verloren. Damals im Team noch der Oliver Posniak, Werner Dressel, Dieter Heimen, Nenad Schalow. Ja. Dadurch ist aber die Mannschaft dann komplett auseinandergefallen. Ne? Der Aufstieg ist nicht geschafft worden und dann ging auf einmal alles weg. Unter anderem, du bist ja dann auch, kommen dann gleich dazu, nach Borussia Mönchengladbach. Ja, also es ist, glaube ich, nicht wegen dem Nicht-Aufstieg alles auseinandergefallen, sondern man muss da sagen, wir hatten ja damals mit dem Ammerschläger einen großen Sponsor, der verstorben ist während der Saison. Und die Mannschaft hat damals schon in der kompletten Rückserie der Oberliga kein Geld mehr gekriegt. Also wir haben damals ohne Geld diese ja, Halbsaison zu Ende gespielt, sind trotzdem Meister geworden und sind in die Aufstiegsrunde gekommen. Auch das in jungen Jahren schon zu erleben,
wie dann praktisch Pfändungen bei Heimspielen am Kassenhäuschen waren und wie du deinem Geld Monat für Monat nachlaufen musstest, damit du irgendwas überhaupt gekriegt hast und trotzdem die Mannschaft Meister geworden ist. Das war damals schon aller Ehren wert und das hat auch den Charakter der Mannschaft gezeigt, dass es dann leider in den Aufstiegsspielen nicht gereicht hat. Das war sehr schade und dann ist die Mannschaft, wie du es gerade schon gesagt hast, auch komplett auseinandergefallen. Gut, das ist ja Gott sei Dank ein bisschen anders da. Viktoria Aschaffenburg natürlich, also hier ein toller Verein in unserer Region. Man ist dort jetzt auf Platz 1, mal gucken, wie es dann weitergeht. Möglichkeiten bestehen, das Stadion wird ausgebaut, schauen wir mal. Borussia Mönchengladbach. Du bist dann zu Borussia Mönchengladbach gewechselt mit 22 Jahren. In deiner Jugendzeit hast du schon Lothar Matthäus angesprochen und Borussia Mönchengladbach. Jetzt warst du bei deinem Verein. Wie kamen hier überhaupt dann die Kontakte zustande? Hat man einen Berater gehabt oder wer hat dich angesprochen? Wie ging es dann nach Gladbach? Also man muss ein bisschen weiter ausholen. Zu dem Zeitpunkt, als ich das Angebot von Gladbach hatte, gab es auch Angebote von Fortuna Düsseldorf und noch ein, zwei anderen Vereinen. Für mich war allerdings relativ schnell klar, wenn Gladbach kommt, dann machst du Gladbach. Wir haben damals in der Hessen-Auswahl gespielt, Bernd Winter und ich. Wir sind damals Länderpokalsieger geworden. Hier in Wiesbaden übrigens war das Endspiel. Und da war natürlich, das war damals so dieses, das, wo wir heute sagt, das war Junioren-Bundesligen, wo die Scouts vor Ort waren und haben alles angeguckt. Und das war damals eine sehr schöne Zeit. Wir haben den Länderpokal damals gewonnen. Und von den Leuten, die da gespielt haben bei uns in der Mannschaft, sind 3, 4 in den Profibereich gewechselt. Und Gladbach war für mich ein absoluter Traum, da hinzukommen. Ich habe auch, wie du es gesagt hast, mit 22 für die heutige Zeit relativ spät zum Bundesligisten gewechselt. Es gab da auch viele Unwägbarkeiten, weil die Borussia in den 2 Jahren, wo ich da war, gegen den Abstieg gespielt hat. Aber es war eine lehrreiche Zeit, die du einfach mitnimmst und daraus dir deine auch deine Vor- und Nachteile draus ziehst für eine weitere Zukunft. Ja, 92, 93 dann, 9. Platz. Trainer war Jürgen Gelsdorf, Bernd Kraus. Ja. Ich denke, eine sehr, sehr große Konkurrenz. Du hast ja nicht unbedingt so viele Einsätze gehabt bei der Borussia. Genau einen, ja. Ja. Ich kenne also auch einige Spieler davon, wo ich selbst mit zu tun hatte. Ich fange jetzt mal an. Vielleicht kannst du noch ein paar ergänzen. Der Kastenmeier, dann Wienhoff. Wie geht's weiter? Hörsen, Jörg Neun. Flipsen. Bashir Rusalu, Martin Dahlin, Uwe Kamps, also Holger Fach. Also da waren schon ein paar Granaten dabei, wo du sagst, da waren ein paar ganz Abgewichste dabei. Und die haben dich das auch im Training spüren lassen als jungen Kerl, muss man ganz klar sagen. Dahlin, Martin Max, hast du gesagt, Martin Schneider. Ich durfte ein paar kennenlernen. Schon haben wir ja einige Spiele mit der Traditionsmannschaft gemacht hier in unserer Region mit Borussia München. Gladbach. Und ich denke, du hast aber auch da nur lernen können. Und auf der anderen Seite mit solchen Größen, Mölby, mit solchen Größen, das hat dich mit Sicherheit auch für die nächste Zeit geprägt, oder? Das hat einen komplett geprägt. Also diese Lehrzeit in Gladbach, du hast gesagt, ich war 22, die hätte ich mir gewünscht mit 18 oder 19, weil dann hättest du noch mal 2 oder 3 Jahre mehr Zeit gehabt, das dann auch in deine Karriere umzumünzen. Wenn du dann gesehen hast, wie ein Holger Fach, wie ein Uwe Kamps, wie die sich bewegt haben, was die alles gemacht haben, wie sie auch den Fußball gelebt haben, mit allen Stärken und Schwächen, dann war das eine Zeit, die darfst du nicht missen oder die kannst du nicht missen, auch wenn ich nur ein Spiel gemacht habe. Aber trotzdem war das eine sehr lehrreiche Zeit, die einen einfach auch geprägt hat. Dann 93, 94, 10. Platz, immer noch Bernd Kraus. Auch hier war der Kader überragend besetzt, auch der Lange vorne, der Greens und alles, was dabei war. Ja. Dann der nächste Wechsel zum FSV und Mainz 05. Ich denke eigentlich der Verein für dich. Und vorher jedoch die Frage der Fragen. Jetzt bin ich gespannt. Gestellt wie immer von Chris Voigt, dem Mann aus der Technik. Die Frage der Frage mal ehrlich jetzt. Die Frage der Fragen mal ehrlich jetzt.
Hallo Christian, kannst du dich noch an dein erstes Tor in der zweiten Fußball-Bundesliga erinnern? Falls ja, gegen wen war es? Oh. ganz ehrlich, nein. Ja, das sind schon fiese Fragen, was da von Michael Ehrlich und Chris Voigt gestellt werden. Aber wir haben auch hier richtig Recherche gemacht. Es war der 21.04.95 gegen die SG Wattenscheid 2:0 gewonnen. Ja. 82. Spielminute Christian Hock. Das hat sich ja ein Kreis geschlossen jetzt, wenn man im Nachgang guckt, mit Aschaffenburg in Wattenscheid abgestiegen, ja, und dann gegen Wattenscheid ein Tor geschossen. Siehst du mal. Ja, bin ich auch drauf gekommen. Das ist ja manchmal viele Zufälle. Ja. Wir gehen mal in die Werbung, hören uns dann gleich wieder. Nächste Station, dann sind wir in Mainz. Bis gleich, Christian. Bis gleich. Dieser Podcast wird unterstützt von der Schwindbräu Aschaffenburg. Bierspezialitäten gebraut mit regionaler Braugerste. Schwindbräu, mein Schluck Heimat. So, hier sind wir wieder, liebe Zuhörer. Hallo Christian. Hallo. Wir sind in Mainz und haben eben schon das erste Tor von dir gehört. Du hast eigentlich ja schon da auch 24 Kisten gemacht. Saison 94-95. Zweite Liga, 14. Platz. Trainer Hermann Hummels und dann auch noch der Josip Kunze. Und nochmal Horst Franz. Also damals gab es auch schon einige Trainer, die dauernd gewechselt haben. Das ist ja zurzeit gang und gäbe. Die Mitspieler von damals, ich weiß noch, der Kuhnert im Tor, und du hast vorhin schon einige angesprochen am Anfang. Wer war? Bist also auch dann mit jungen Jahren wieder trotzdem nach Mainz? Ja, also da waren mit Jürgen Klopp, Michael Müller, Peter Neustädter, Thomas Zambach war da. Da waren schon auch Jungs dabei, mit denen man heute noch einen sehr, sehr guten Kontakt hat. Und wie du schon gesagt hast, die Zeit in Mainz ist natürlich meine sportliche Heimat auch geworden. Und wenn man 9 Jahre bei einem Verein ist, dann fühlt man sich da heimisch. Und das ist auch eine Geschichte, glaube ich, die im heutigen Profifußball nicht mehr ganz so oft vorkommt. Ja, der bringt man, ne? Auch. Ja. Sven Demand. Bringt man Thieme. Ja, da waren schon auch ein paar Spezialisten dabei, muss man ganz klar sagen. Die hast du immer dabei, aber es war einfach eine überragend schöne Zeit. Ja, es wäre schön, wenn es heuer noch so manche Spezialisten gäbe, ne? Aber es ist halt medial unwahrscheinlich gefährlich. Das stimmt. Ja. Im DFB-Achtelfinale dann habt ihr gegen Borussia Mönchengladbach gespielt. Mhm. 6-4 verloren. Du hast ein Tor gemacht in dem Spiel. Ja, ein relativ unwichtiges, relativ spät, glaube ich. Ja. War, glaube ich, weiß nicht, ob es 6-4 oder irgendwas war. Also eins der letzten Tore. Aber es war natürlich schon für mich ein besonderes Gefühl, dann auf dem Bökelberg zu spielen, wo du in der Zeit, in der ich da war, ich habe mein einziges Spiel damals in Gladbach als ein Auswärtsspiel in Leverkusen damals gemacht, und bin nie in den Genuss gekommen, auf dem Bökelberg zu spielen in der Zeit in Gladbach. Und wenn du dann mit Mainz 05 da spielst, wir waren damals Zweitligist, Gladbach Erstligist, spielst dann im Pokal und hast noch die Möglichkeit, darfst dann noch ein Tor schießen, und das Spiel war relativ eng sogar, dann ist das ein einmaliges Erlebnis und hat einen doch mit Stolz erfüllt, muss man ganz klar sagen. 6-4 hat genau gestimmt. Und dann steht man auf dem Platz, dann steht auf einmal Effenberg oder auch Heiko Herrlich. Ja, also das war mit Sicherheit auch wenn man verloren hat, nochmal eine Riesenerinnerung. Aber genau. Zu Erinnerungen, es gab in, jetzt kommt eine nächste Frage, ich bin mal gespannt, es gab in dieser Saison im DFB-Pokal eigentlich ein wahnsinniges Ergebnis, mit dem niemand gerechnet hätte. Gleich in der ersten Runde. Vestenbergskreuth. Gegen Bayern. Ja, 1-0. Ja. Sieht unwahrscheinlich, was da
los war. Du kennst ja auch mit Sicherheit, wie das damals in Vestenbergskreuth ausgesehen hat. Ja, allerdings. Ja, ich war damals auch öfters, durfte oben sein als meiner Zeit. Zu meiner Zeit als Jugendkoordinator haben wir da die Auswärtsspiele immer gemacht gegen Kreuth. War halt ein Sportplatz, ne? Ja, es war ein Sportplatz. Das war ein Sportplatz, genau. Es ging dann weiter, 1995, 96, dann 11. Platz in der zweiten Liga, damals Trainer Horst Franz, Manfred Lorenz und wiederum, du hast ihn auch gesagt am Anfang, der Wolfgang Frank. 96, 97, dann ging es schon höher mit dem 4. Platz in der zweiten Liga. Trainer war der Manfred Lorenz, Rainer Zaftig, Wolfgang Frank. Also auch da gab es in Mainz schon jede Menge Trainerwechsel, ne? Ja, es gab eigentlich eine gewisse Konstante, die hieß Wolfgang Frank. Leider hatte Wolfgang Frank dann auch immer mal die Geschichte gehabt, dass er nicht zufrieden war, dass er dann weg wollte oder gegangen ist, dann wiedergekommen ist. Und Manny Lorenz war immer derjenige, der eingesprungen ist. Aber mit Wolfgang Frank hat's in Mainz eigentlich angefangen, dass sich dieser Verein zu einem gestandenen Zweitligisten und zu einem Bundesligisten dann auch entwickelt hat. Diese Vorarbeit, die dann den Erfolg gekrönt hat, die hat hauptsächlich Wolfgang Frank und dann natürlich auch der Jürgen Klopp geprägt. Okay, dann kam er 1997, 1998 war der 10. Platz, auch 2. Liga. Da gab noch ein Mann dazu, Dietmar Constantini. 98, 99 dann 7. Platz, auch wieder Trainer Wolfgang Frank. Aber es sind dann in Mainz weitere Mitspieler zum Beispiel dazugekommen. Also auch, ich sage es mal, Sandro Schwarz, Fabrizio Heyer, der Jürgen Gramny, dann der Lange im Tor, Timo Wache, der Liebeknecht, sind ja alles, Michael Turk, Martin Wagner, Manuel Friedrich, Voronin. Dann eben noch Benjamin Auer, Marco Rose, das sind ja alles noch viele, viele Spieler, die teilweise jetzt noch, sei es erste, zweite, dritte Liga, als Trainer aktiv sind, ne? Ja, also die ich glaube, im Kicker war es letzt auch ein Bericht drin, wo drin stand, die Mainzer Trainerschmiede oder die Trainerschmiede von Frank und Klopp. Also, wie du es eben schon erwähnt hast, Dimo Wache, Thorsten Lieberknecht, der übrigens mein Trauzeuge ist, Sven Demand, Jürgen Kramny, Kloppo, Sandro Schwarz, Marco Rose, das sind ja alles Jungs, die in die Trainerschiene reingekommen sind und das auch teilweise oder mehr oder weniger sehr erfolgreich bestreiten. Und das zeigt, wie die Arbeit damals in Mainz war, wie dieses Wolfgang Frank und Jürgen Klopp, die Arbeit, die beiden verrichtet haben und eingeführt haben, dass die schon auch in der Mannschaft angekommen ist. Sven Demand ist ja auch als Trainer weiterhin aktiv. Also das sind alles Leute, wo man sagt, von diesen 11, die gespielt haben, sind 6, 7, 8 Trainer geworden. Und das zeigt, dass da vieles richtig gemacht worden ist, was Ausbildung angeht. Die Trainerschmiede, das ist ein tolles Wort. Und ich glaube, eventuell, dass das bei anderen Vereinen nicht möglich gewesen wäre, weil man in Mainz vielleicht auch in Ruhe arbeiten konnte und dadurch sich entwickelt hat als Trainer. Ja, ich weiß nicht, ob man in Ruhe arbeiten konnte. Du hast ja eben auch gesagt, wir hatten auch einige Trainerwechsel. Ich glaube einfach, dass die Charaktere in der Mannschaft damals andere waren, als das heute oft der Fall ist. Also wir hatten, wenn ich jetzt alleine Sven Demand, Kloppo, Thorsten Lieberknecht, Dimo Wache, wenn ich die Leute sehe, was die für einen Charakter mit in die Truppe gebracht haben, was die auch für eine Identifikation mit in den Verein, in die Stadt gebracht haben, dann war das schon außergewöhnlich. Und ich glaube, nur dann kannst du auch als Mannschaft funktionieren. Und dann ist es auch egal, ob außenrum Unruhe herrscht oder nicht. Also wir sind im ersten Jahr, wären wir fast sang- und klanglos abgestiegen, bis der Wolfgang Frank kam. Und wir sind in der Rückserie die zweitbeste Mannschaft in der zweiten Liga gewesen. Das kommt ja nicht von jetzt auf gleich, sondern das ist eine Geschichte, die sich aufbaut und wo du einfach Spieler brauchst, die
die das alles, was ein Trainer vermittelt, dann auch wiedergeben können und das Mitleben und dieses Gefühl. Mainz 05, wo ja viel darüber gesprochen wird und jetzt, das jetzt mittlerweile auch wieder bei 05ern zum Glück so ein Stück weit da ist, damit sie da unten rauskommen, das war zu dem Zeitpunkt einfach gegeben und es war einfach eine Mannschaft und der komplette Verein war ein eingeschweißtes Team und allein aus diesem Grund hast du es geschafft, immer wieder die Klasse zu halten, dich weiterzuentwickeln, dann irgendwann um einen Aufstieg zu spielen. Wir wandern dann weiter in die Saison 99-2000, neunter Platz in der zweiten Liga, wiederum Wolfgang Frank, auch der Dirk Kakut damals dabei. Höhepunkte, glaube ich, damals gab es ja einige tolle DFB-Pokalspiele. Ihr habt gegen Hertha BSC Berlin 2-1 nach Verlängerung gewonnen. Ja. Damals mit Chirali, mit seiner Schlapperhose. Ja. Regnal, Deisler, Breitz, Sverrissen, Thom, Kai Michalke, alles dabei. Habt aber vorher noch den HSV rausgeschossen, als mit Butt im Tor, auch mit Roy Breger, mit Jeboa, Hogmar, Cardoso. Also ihr habt dann schon tolle DFB-Pokalspiele gemacht. Und dann seid ihr zum Viertelfinale nach Bayern München gefahren. Ja. Als Außenseiter kann man sich an so ein Spiel noch erinnern, auch wenn es 3-0 verloren wurde? Ja, kann man, weil wir hatten das Thema, weil wir dieses Jahr auch wieder im DFB-Pokal im SVW in Wiesbaden standen, kurz vor Weihnachten. Und das Spiel war, glaube ich, auch kurz vor Weihnachten. Ich glaube, so um 19., 20. Dezember rum. Kann mich noch erinnern, es war arschkalt in München. Wir haben im Olympiastadion gespielt. Mit Effenberg, mit Kahn, mit Salihamidzic, mit Scholl und haben uns da bestmöglich verkauft, haben zwar keine Chance gehabt, aber wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert als Zweitligist und diese DFB-Pokalsaison, die bleibt in Erinnerung, weil wir da einfach mit dem, was du eben schon gesagt hast, Siegen gegen Hertha und gegen HSV einfach, ja, Bundesligisten aus dem Wettbewerb geschmissen haben, die einfach in einer anderen Kategorie gespielt haben, aber wir haben das damals als Team, als verschworene Gemeinschaft geschafft, die Mannschaften dann auch rauszukegeln und wir waren, glaube ich, gegen HSV sogar die letzten 20 Minuten der 25 Minuten in Unterzahl und haben es trotzdem geschafft, das Spiel zu gewinnen. Das sind natürlich Erinnerungen, ne? Das ist ganz klar. 2000, 2001, immer noch zweite Liga, 14. Platz. Und da kommen wir wieder zu einigen Trainern, der Eckhard Grauzon, René van der Eygen, Manfred Lorenz. Und dann kommt der Name Jürgen Klopp. Ich denke, man sieht's ja, was er zurzeit macht. Es hat ja auch mal eine Niederlagenserie hinter sich. Aber Gott, das muss auch sein, ne? Ich meine, wenn ein deutscher Trainer nach England geht, das muss schon was sein, ne? Ja, also Kloppo hat als Spieler, war aber ein guter, gut durchschnittlicher Zweitligaspieler, aber er hat es auch schon, wie es viele von uns gemacht haben, in der Zeit, als er Spieler war, sich schon ein Stück weit weitergebildet und versucht schon vieles aufzusaugen, was er in die Trainerkarriere mitnehmen kann. Und Kloppo ist damals von jetzt auf gleich am ich glaube, Fasnachtsdienstag oder irgendwann oder Rosenmontag oder Fasnachtssonntag irgendwann zum Trainer geworden. In Mainz. Ja. Und wir haben dann direkt das erste Spiel gewonnen und jeder wusste, dass es funktionieren kann, weil Kloppo einfach ja eine Aura um sich hat und eine Art hat, Fußball zu leben, Spieler mitzunehmen, eine Mannschaft mitzunehmen, die seinesgleichen sucht und der Weg, den er eingeschlagen hat, der war vorgezeichnet und den geht er jetzt eindrucksvoll weiter und natürlich gehört auch mal eine Niederlagenserie dazu, aber wichtig ist, und das ist immer das Allerwichtigste, dass du aus Niederlagenserien auch wieder gestärkt rauskommst und das hat er bisher immer geschafft. Ich kann mich noch an viele Auftritte von ihm erinnern, im Stadion auch oder dann auch in Mainz auf der Bühne, wo gesungen wurde. Ja. Aber es wurde dann dramatisch, ne? Saison 2001, 2002, der vierte Platz in der zweiten Liga. Eben mit Jürgen Klopp. Man war fast immer auf Platz 1 oder 2, ne? Dann im, kommen wir wieder zu einem letzten Spiel, Christian. Ja. Im letzten Spiel wurde dann der Aufstieg verspielt. Man verlor 3-1 bei Union Berlin. 64 Punkte,
Bielefeld und Bochum sind am letzten Spieltag vorbeigezogen und hatten beide 65 Punkte. So, sind also als Zweite und als Dritte aufgestiegen. Das war schon tragisch. Aber wie du sagst, das war schon auch eine Niederlage in Anführungszeichen und man hat es nicht geschafft. Es ging dann weiter in die Saison 2002, 2003 wiederum der vierte Platz. Damals Eintracht Frankfurt 62 Punkte, Torverhältnis plus 26, Mainz 05 vierter Platz, 62 Punkte, Torverhältnis plus 25. Brutal, oder? Also das war die brutalste Saison, wo ich sagen muss, da stehst du dann auch auf dem Platz und machst dir Gedanken, geht alles mit rechten Dingen zu, weil wir haben, weiß noch, in Braunschweig im Kreis gestanden nach dem Spiel, nachdem wir in Braunschweig gewonnen hatten. Und ich glaube, die Eintracht hat noch 5 oder 6 Minuten oder 8 Minuten Nachspielzeit gehabt und macht dann in der allerletzten Sekunde, ich glaube, der Alex Schur, das entscheidende Tor und ist dann praktisch ein Tor vor uns und steigt aufgrund der Tordifferenz auf. Das war, also das war, weiß ich nicht, das ist wie wenn dir jemand die Beine weghaut und du da liegst. Also das war ein Schlag, von dem sich zu erholen, das war schon extrem schwer. Also ich habe jetzt ein bisschen Gänsehaut, weil ich das selbst auch noch live gesehen habe. Ich sehe noch die Bilder. Also das ist, kann ich mich noch an Schalke erinnern, ne? Meister der Herzen. Ne? Und ja, genau, das war so ähnlich. Okay, aber es gelang dann doch in der Saison 2003, 2004 der Aufstieg dann mit Trainer Jürgen Klopp. Doch bist du vorher nach der Saison 2003 zu Kickers Offenbach gewechselt. Das ist unsere nächste Station. Wir gehen nochmal ganz kurz in die Werbung und dann kommen wir nach Offenbach. Bis gleich. Dieser Podcast wird unterstützt von der Schwindbräu Aschaffenburg. Bierspezialitäten gebraut mit regionaler Braugerste. Schwindbräu, mein Schluck Heimat. So, hallo. Hallo, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Du bist in Wiesbaden, wir sind in Stuckstadt. Und jetzt kommen wir nach Offenbach. Von 2003 bis 2005. Damals Kickers Offenbach in der Regionalliga Süd. 7. Platz. Auch hier wieder neue Trainer. Also wenn ich mir das so überlege, wir kommen doch über 20 Trainer zusammen. Ne? Die kriegen wir locker hin, ja. Hans-Jürgen Boysen und Manni Binz. Ja. Kannst du dich da noch erinnern an die erste Runde im wir sind jetzt wieder mal beim DFB-Pokal, gleich gegen die Eintracht. Genau. Ja, ja, wobei da muss ich sagen, Offenbach ist für mich eine Geschichte, wo ich zwar 2 Jahre war, am Ende des Tages aber nur ein halbes Jahr gespielt habe, weil ich mir dann die Achillessehne gerissen habe und daraufhin auch Sportinvalide geworden bin und diese anderthalb Jahre zum Schluss einfach überhaupt nicht mehr gespielt habe, sondern im verletzten Status beziehungsweise im Reha war. Das Spiel einfach Frankfurt kann ich mich noch dran erinnern. Ich habe nicht gespielt, soweit ich weiß. Ich war verletzt oder saß auf der Bank. Von daher erinnert man sich daran, weil natürlich auch rund ums Stadion einiges passiert ist. Es war auch in Offenbach nochmal zum Abschluss eine sehr schöne Zeit, weil einfach die Fangemeinde und der Verein Offenbach natürlich schon was Besonderes auch ist, mit allen Vor- und Nachteilen. Für mich war es dann relativ schnell beendet, weil ich, wie gesagt, nur dieses halbe Jahr ein paar Einsätze machen konnte und danach leider Sportinvalide geworden bin. Dann macht man sich natürlich Gedanken, was man dann macht. Und dann kam ja die Trainerstation, zu denen kommen wir gleich. Also ich will es auflösen, 3-4 habt ihr gegen die Eintracht verloren im Elfmeterschießen. Ja. Über 20.000 offiziell auf dem Biberer Berg. Aber das sind also auch dort zum Spielen, wo man sich dran erinnert. Mitspieler damals auch, Michael Sternkopf, Markus Happe, Steffen Menze, Suat Türge, Sasa Ciric, Thorsten Jutt, also auch mit Interesse im Tor, also auch eine ganz, ganz bekannte Mannschaft, die dann in der Saison 2004, 2005 den Aufstieg in die zweite
Bundesliga geschafft hat mit Hans-Jürgen Boysen. Es war dann dein Karriereende und die nächste Karriere, die besprechen wir jetzt, die Trainerstation. Hier möchten wir hauptsächlich auch auf deinen Verein, das SV, den SVW in Wiesbaden, eingehen. Kann man dich als Feuerwehrmann bezeichnen beim SVW in Wiesbaden? So am Anfang alles viel gemacht? Nein, als Feuerwehrmann möchte ich es nicht bezeichnen. Also ich bin ja hier hingekommen im Rahmen so einer Umschulungsmaßnahme zum Sportmanager, Sportfachwirt. Durfte dann eine Jugendmannschaft trainieren und bin dann relativ zeitnah zur ersten Mannschaft gekommen, als Co-Trainer damals. Und als der damalige Cheftrainer Tjurat Spasic den Verein verlassen hat, als Cheftrainer, wir sind dann relativ oder schnell aufgestiegen im ersten Jahr aus der Regionalliga in die zweite Liga. Ich hatte dann damals keine Fußballlehrerlizenz, durfte das erste Jahr mit Sondergenehmigung trainieren und im zweiten Jahr dann musste ich den Fußballlehrer machen, was natürlich ja sehr, sehr schwierig zu handhaben war und bin dann auch im Winter nach anderthalb Jahren in der zweiten Liga dann beurlaubt worden. Feuerwehrmann, ja, du, es ist am Ende des Tages so, ich bin jetzt schon wieder 8 Jahre hier, war vorher 3 Jahre beim SV oder 3,5 Jahre beim SVW in Wiesbaden. Dann hast du einfach ein Herz für diesen Verein und der Verein ist genau wie es mit Mainz 05 war, wo ich 9 Jahre war, ist der SVW in Wiesbaden eine Herzensangelegenheit und wenn du irgendwie helfen kannst und kannst einspringen und musst dann mal als Trainer einspringen oder als NLZ-Leiter, als Sportdirektor, dann machst du das mit Freude und mit bestem Gewissen. Und das habe ich immer getan und habe nie die Freude dabei verloren. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Aus dem Feuerwehrmann in Anführungszeichen war jetzt dann ein Feuerwehrkommandant. So könnte man es nennen, ja. Ich möchte noch mal ein bisschen zurückgreifen. Du hast es erwähnt, von 2006 bis 2008 SVW in Wiesbaden. Bis zum 17. Dezember 2008, ihr seid in die zweite Liga aufgestiegen, du hast das keine Cheftrainerlizenz gehabt und warst jetzt, ist aber nach 2 Spielen schon entlassen worden mit 4 Punkten. Dann 21. August Teamchef gewesen und Steffen Vogler war damals Trainer, er hatte die Lizenz, ne? Ja, das ist alles so ein bisschen, also das, was da auf Wikipedia oder Transfermarkt steht, ist alles nicht so hundertprozentig richtig. Also Tjurat Spasic ist ja in der Regionalliga-Saison schon gegangen ist dann irgendwann wieder zurückgekommen als Teamchef. Nichtsdestotrotz war ich weiterhin Trainer. Er hat dann am Ende des Tages die Fußballlehrerlizenz gehabt, die als Teamchef gemeldet war und ich war der Trainer. Dann gab es da aber auch etliche Ungereimtheiten und er ist dann ja auch irgendwann beurlaubt worden wieder. Und für mich war es damals auch als Einstieg als Trainer ein sehr, sehr schwieriges Arbeiten, weil man sich für gewisse Dinge rechtfertigen musste, die man eigentlich ganz gut gemacht hat, aber trotzdem in Kritik geraten ist. Ich meine, wir sind damals vor Hoffenheim mit Salijovic, mit Ibisevic und so weiter aus der Regionalliga aufgestiegen als Erster vor der TSG Hoffenheim. Sind im ersten Jahr 8. in der zweiten Liga geworden und im zweiten Jahr dann leider auf die Abstiegsplätze gerutscht. Und dann ist es einfach so, dass du auch aus dieser Zeit sehr, sehr viel mitnimmst, sehr, sehr viel in deine weitere Trainerkarriere, aber auch in die Karriere, die ich jetzt habe als Sportdirektor, mit einfließen lassen kannst und dir sagst, ganz ehrlich, so Sachen machst du vielleicht besser nicht oder so Sachen kannst du vielleicht für dich auch verwenden. Also auch wieder prägend, ne? Das ist, wie du vorhin gesagt hast, auch als in Anführungszeichen Niederlagen wird man stark oder geht stark heraus. Ja. Ist damals der SVW in Wiesbaden, das war das erste Mal, wo der Name SVW in Wiesbaden dann so auch aufgetreten ist. Es ging dann weiter, du warst dann von 9 bis 2010 bei Rot-Weiß Aalen, anschließend ein Jahr beim FC 08 Homburg, bist dann aber zwischendurch also auch bei Schott Mainz gewesen, aber auch ab Januar 2013, du hast es angesprochen, NLZ-Leiter beim SVW in Wiesbaden gewesen. Du hättest gerne in Mainz, also in Schott Mainz weitergemacht, aber die Wiener wollten dich wieder zurück, oder? Ja, es war so, dass ich bei Schott Mainz, weil ich eine ganze Zeit lang
nicht als Trainer tätig war und mir einfach irgendwas total gefehlt hat und ich gesagt habe, mach jetzt irgendwas oder mach was, wo du sagen kannst, da kannst du vielleicht was mit aufbauen, kannst was entwickeln. Schott Mainz ist damals auf mich zugekommen. Da ging es überhaupt nicht darum, dass man da irgendwelches Geld verdient, sondern da ging es einfach darum, wieder als Trainer tätig zu sein. Hier beim SVW in Wiesbaden, also beim SVW in Taunusstein damals, bin ich hier hingekommen und hier gab es eine Einweihung. Ich habe Traditionsmannschaft gespielt bei Mainz 05 gegen SVW in Wiesbaden hier oben auf dem Hallberg und Markus Hahnkammer ist damals auf mich zugekommen und hat gesagt, du Christian, was machst du? Hast du nicht Lust, irgendwas bei uns wieder zu machen? Und so ist der Kontakt wieder zustande gekommen und die vakante Position als NLZ-Leiter ist mir dann damals angeboten worden und ich habe gesagt, weil ich nicht derjenige bin, der da von irgendwo abhaut. Ich will aber diese Geschichte Schott Mainz zu Ende bringen, zum Ende der Saison hin und will dann, kann ich dann gleichzeitig auch diese NLZ-Leitergeschichte machen. Und das hat man mir dann für dieses Jahr zugesagt bis Ende der Saison, was auch sehr, sehr gut war, weil ich da auch zwar viel unterwegs war, viel zu tun hatte, aber es dann auch nach einer gewissen Auszeit auch wichtig war, wieder richtig reinzukommen. Als ich dann die Zeit in Schott beendet war, konnte ich mich dann voll und ganz auf den NLZ-Leiter-Job konzentrieren, der damals auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und wo wir dann auch gewisse Schritte eingeleitet haben, dass das NLZ vom SVW in Wiesbaden in die richtige Spur kommt und auch wächst und jetzt dann auch da steht, wo es am Ende des Tages jetzt steht. Du hast angesprochen Traditionsmannschaft. Ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, das habe ich damals selbst gemacht. Wir haben eine Auswahl zusammen mit Meinicher, das war Viktoria Aschaffenburg gegen den 1. FC Nürnberg. Das war hier in Stockstadt schon ein paar Jahre her. Da habe ich auch mitgekickt, ja. Da hast du recht. Ich habe die Bilder noch und ich sehe, habe die Bilder noch und wir haben danach ein bisschen auch gefeiert und ich werde nie vergessen, wie der Aluraner da vom Dieter Nüssing dann abends an die von der Theke weggehen musste und er wollte noch ein Weizenbier zum Einpacken mitnehmen. Das werde ich also nicht. Ja, aber da hat der Helmut Rahner, der hat auch bei dem Spiel erstmal alles umgequetscht, was ihm in die Nähe gekommen ist. Da war ich unter anderem auch betroffen, ich weiß. Lutz Wagner Telefon, Lutz Wagner hat ein Telefon. Also es war schon auch eine schöne Geschichte und es waren viele, viele alte Weggefährten damals mit dabei. Ja, das stimmt. Ja. Das war toll. Also Wien Wiesbaden nochmal dann also auch als U19-Trainer. Dann kamen aber die sogenannten Interimstrainer. 2015 Marc Kienle, Christian Hock. Dann 2016 Sven Demant, wiederum Christian Hock eingesprungen. Und dann also auch noch der Rücktritt von Thorsten Fröhling. 2017 auch nochmal, bist du also auch nochmal als Trainer eingeschwungen. Also zu dem Begriff Feuerwehrmann, das war doch nicht so ganz. Aber es heißt. Ja, du, nein, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, das ist völlig richtig. Ich bin immer wieder eingesprungen. Natürlich, weil der Verein, unser Präsidium mir da vertraut hat, weil ich halt vorher gute Arbeit als Trainer abgeliefert habe. Für mich war es aber auch in der Zeit dann relativ klar, nachdem ich Sportdirektor geworden bin, dass es für mich da keinen Weg mehr zurück gibt als Trainer. Du kannst immer mal eine Zeit lang, eine Woche, zwei Wochen mal einspringen, um noch gewisse Impulse zu geben und dann auch natürlich einen neuen Trainer zu suchen. Das war damals auch meine Aufgabe. Aber ich könnte mir jetzt nicht mehr vorstellen, dauerhaft auf dem Platz zu stehen, sondern ich habe mich für einen anderen Weg entschieden und der ist Sportdirektor und da bin ich auch sehr zufrieden mit. Das ist ja toll und ich glaube, das machst du auch. Sehr gut. 2017, nachdem dann Rüdiger Rehm gekommen ist, dann auch einen Vertrag unterschrieben hat, hast du dann den Sportdirektor komplett übernommen. Zu dem Sportdirektor beim SVW in Wiesbaden kommen wir nochmal gleich. Wir machen vorher noch ein bisschen Werbung, hören uns dann als Sportdirektor beim SVW in Wiesbaden. Bis gleich, Christian. Bis gleich. Dieser Podcast wird unterstützt von der Schwindbräu Aschaffenburg. Bierspezialitäten gebraut mit regionaler Braugerste. Schwindbräu, mein Schluck Heimat. Sportdirektor SVW in Wiesbaden. Leider mit einer Niederlage aus Zwickau gestern oder am Sonntag zurückgefahren. Zuvor jedoch viele Grüße an Armin Alexander,
der auch aus unserer Region hier stammt. Armin Alexander ist ja der Leiter der ESW Nachwuchsleistungszentrum und demnächst auch einer unserer Gäste. Liebe Grüße an den Armin. Ich kenne ihn schon Jahrzehnte und es ist ein sehr guter, was er da hat. Ja, das stimmt. Wenn wir beim NLZ sind, wie stehst du hier als Sportdirektor in Kontakt? Im täglichen Kontakt? Im täglichen Kontakt, weil wir einfach natürlich räumlich direkt aneinander gebaut sind. Wir haben ja unser Trainingsgelände nicht in Wiesbaden, sondern noch in Taunusstein-Wehen oben auf dem Hallberg. Hier ist alles, was den Sport angeht, tagtäglich da. Das heißt, die Profimannschaft ist im Gebäude ans NLZ angeschlossen. Wir sehen uns täglich. Wir haben einen fast täglichen Austausch. Wir haben unsere wöchentliche Sportshow-Fixe mit dem Armin, wo es dann auch darum geht, welche Spieler für uns interessant sind für die erste Mannschaft. Wie ist die Entwicklung im NLZ? Da ist wirklich ein sehr, sehr guter Austausch da und es macht es natürlich auch ein Stück weit einfacher, wenn man ab und zu mal ein bisschen platt reden kann, babbeln kann und es fällt einem, dem anderen fällt es zwar auf, aber der versteht dich trotzdem. Babbeln, genau. Babbeln. Für unsere Zuhörer sprechen. Genau. Wie können sich unsere Zuhörer deinen Job weiterhin oder als Sportdirektor unter normalen Umständen vorstellen? Welche Aufgaben insgesamt beinhaltet deine Tätigkeiten? Also du hast es eben schon angesprochen, natürlich gehört das NLZ auch zu meinen Tätigkeiten. Aber da hat natürlich der Armin erstmal den Hut auf im Nachwuchsleistungszentrum, der Armin Alexander. Am Ende des Tages bin ich sein Vorgesetzter in die Richtung und wir gucken, dass wir das NLZ mit unseren Jugendmannschaften auf ein Level bringen, dass wir versuchen, alle Jugendmannschaften in der höchsten Liga hinzukriegen. Das haben wir dieses Jahr mit der U17, mit der U15. Die U19 spielt leider nur noch, leider in der Oberliga, hat es noch nicht ganz in die Bundesliga geschafft. Aber auch da sind wir dran und da haben wir in den letzten Jahren eine gute Entwicklung gemacht. Ansonsten ist alles, was rund um die erste Mannschaft sich dreht, mein Aufgabenbereich. Da geht es unter anderem um natürlich hauptsächlich die Kaderzusammenstellung, die Scouting-Abteilung zu koordinieren, da auch Mitarbeiter einzustellen, diese zu führen. Es geht um die Mannschaft, ums Trainerteam. Alles, was rund um den Sport mit der ersten Mannschaft zu tun hat, ist mein Gebiet, was ich abzuleisten habe und wo ich Tag für Tag auch Spaß dran habe, die Mannschaft, den Verein und natürlich auch den Erfolg, den der SVW in Wiesbaden dann mit sich bringt, weiter nach vorne zu treiben und weiterzuentwickeln. 26 bis 29 Spieler im Kader sind alles Profis. Es sind alles Profis. Wir haben natürlich auch zwei Spieler dabei aus der U19, die noch in der U19 spielen, bei uns aber im Trainingsbetrieb mit dabei sind, weil wir da einfach natürlich auch diesen Übergang stärken wollen. Die Jungs haben es verdient, die haben eine gute Qualität, die sind bei uns dabei. Aber alles andere sind Vollprofis, die nichts anderes machen, außer Fußball spielen. Ich komme nochmal ganz kurz zurück auf die Jugendmannschaften. Dadurch, dass wir die Firma Ehrlichsport ja auch sehr, sehr viele Traditionsturniere machen. Der Brass Cup ist auch sehr, sehr bekannt. Hoffentlich 2022 wieder SVW in Wiesbaden mit der U17 dabei, unter anderem auch mit Augsburg, mit Eintracht, mit Mainz, Nürnberg, also vielen, vielen tollen Mannschaften wieder dabei. Da ist auch eine U10 oder eine U11 immer wieder bei unseren Turnieren und da bin ich immer stetig mit euch in Kontakt, mit dem Armin oder auch mit den Jugendtrainern. Du bist immer am Spielfeldrand oder auf der Bank mit dabei. Du bekommst sicherlich alles hautnah mit, wir zurzeit ja auch, weil man vieles hört und sieht, was man vielleicht nicht mal hören soll. Wie ist da der Umgang mit den Schiedsrichtern oder wie ist der Umgang mit den gegenüberliegenden Gegner? Banknah. Ja, also du, es gibt natürlich immer mal Schiedsrichter und auch gegnerische Bänke, wo man sich gerne mal mitfetzt oder wo man auch mal Meinungsverschiedenheiten hat. Ein gutes Beispiel ist da der Tommy Orwal, mit dem wir natürlich so eine gewisse Rivalität mit dem SVW in Wiesbaden und Ingolstadt aufgebaut haben, Relegationsspiele hin und her.
unser Trainer und Tommy, die fetzen sich schon mal gerne. Ich bin mit Tommy auch ab und zu mal aneinander geraten. Aber das sind Sachen, die passieren einfach während dem Spiel und die sind nach dem Spiel auch gegessen und dann ist wieder alles okay. Dann redet man kurz drüber und dann sind diese 90 Minuten abgehakt. Mit Schiedsrichterentscheidungen, das Thema VAR hatten wir ja vorhin auch schon mal. Ich glaube, dass sich in den letzten Jahren da schon so ein bisschen diese Persönlichkeit der Schiedsrichter in die falsche Richtung entwickelt hat. Wir haben momentan sehr, sehr, vor allem in der dritten Liga, sehr viele junge Schiedsrichter, die nicht diese Erfahrung haben, was auch ganz normal ist, aber die auch nicht diese Persönlichkeit haben wie ein Dennis Aitekin, wie ein Manuel Gräfe. Das ist ein völlig anderes Niveau, aber damit müssen wir leben, weil wir spielen auch in der dritten Liga. Wenn wir ein anderes Niveau hätten, würden wir in der ersten Liga spielen. Das ist einfach mal so, damit musst du dich abfinden, was nicht immer einfach ist, weil wir auch, kann ich von mir behaupten, sehr impulsiv bin und sehr, sehr, ich will immer ein Spiel gewinnen und dann ist es egal, als ob ich auf dem Platz stehe oder als Offizieller draußen stehe oder als Trainer, ich will Spiele gewinnen und den maximalen Erfolg haben und dann regt man sich natürlich auch mal auf, das ist ganz normal, aber am Ende des Tages muss es so sein, dass nach dem Spiel man kurz drüber reden kann, alles gegessen ist und man wieder sich in die Augen gucken kann. Ganz wichtig, hast angesprochen, der Tommy ist auch bald demnächst unser Gast und eins darf ich nicht vergessen, Rudi Bummer war auch schon bei uns und von dem soll ich dir liebe, liebe Grüße ausrichten, das darf ich nicht vergessen. Dankeschön. Gibt es eine sogenannte Kommunikation zum Verband? Ist man im ständigen Austausch? Wir sind im ständigen Austausch. Also zum einen natürlich mit dem Hessischen Fußballverband, ist unter anderem auch eine Aufgabe von mir, die ich vorhin nicht erwähnt habe, die Koordination mit dem Hessischen Fußballverband, was Hessenpokal und so weiter angeht, und natürlich auch die Koordination mit den Verbänden in der zweiten Liga DFL, in der dritten Liga DFB, wo die DFB-Manager-Tagungen stattfinden, wo die Spieltermine koordiniert werden, da sind wir im ständigen Kontakt, im E-Mail-Kontakt oder auch im telefonischen Kontakt. Und das ist eine Geschichte, die erwähne ich schon gar nicht mehr, weil sie eigentlich völlig normal ist für mich. Tja, Kontakte, Kommunikation zur Geschäftsführung. Nico Schäfer? Ja. Ja, auch Nico Schäfer ist täglich. Stündlich kann man schon fast sagen. Nico Schäfer ist natürlich mein allererster Ansprechpartner als Geschäftsführer Sport. Mit dem ich auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis habe, der eine sehr gute Erfahrung von Rot-Weiß Essen, Union Berlin mitbringt, der sicher auch ein Stück weit hier Strukturen ein Stück mehr angepasst hat, um den Verein auch nochmal weiterzuentwickeln. Und es ist ein sehr guter, intensiver Austausch, wo man nicht immer einer Meinung ist, aber am Ende des Tages für den Verein, für den SVW in Wiesbaden dann die beste Entscheidung treffen muss. Ja, und was sich natürlich noch verändert hat, das Stadion, ne? Also da ist ja etliches passiert die letzten Jahre. Ja. Ist mir noch, wie weit ist der Umbau oder ich meine Fassungsvermögen, das sind ja über 12.000 oder mehr. Das ja, geht ja fast. Ja, also mit dem Umbau und dem Neubau der Gegengeraden haben wir ein Fassungsvermögen, wenn es dann fertig ist, von 15.000. Die Tribüne soll jetzt im Sommer fertig werden. Das heißt, wir hätten die Zulassung der DFL mit den 15.000 für eine eventuelle zweite Liga. Das war die Voraussetzung, die wir damit erfüllt haben und die Tribüne wird ein schönes Schmuckstück und wir hoffen natürlich, dass wir dann auch zeitnah die Tribüne vollkriegen können, um dann auch wieder Fußballfeste da feiern zu können und am liebsten dann irgendwann in der zweiten Liga auch wieder vorm vollen Haus spielen können. Fast wieder der nahtlose Übergang. Nochmal, ich sag's immer, unsere Zuhörer, also die Gespräche, die Fragen sind vorher nicht abgesprochen, aber es passt wieder toll zu einem Übergang. Und wenn es wieder mal soweit ist, der Chris, Freud und ich, wir kommen gerne. Sehr kommen gerne. Wir mal runter. Jederzeit herzlich eingeladen. Bescheid danke sagen und dann kommt er mal vorbei. Dann essen wir schön Bratwurst und trinke, genau. Und trinke Wasser dazu. So sieht's aus. Ja. Wenn du dich an deine Anfangszeit erinnerst, das wollte ich damit nur sagen und erinnern, vor 15 Jahren, also es hat sich auch unwahrscheinlich viel getan. Und jetzt sind wir in der
Realität. Man hat sich ja auch vorher, glaube ich, das Ziel Aufstieg gesetzt, wobei man jetzt diese dritte Liga, wenn man die anguckt, ist eigentlich brutal. Mit Dresden, Rostock, Ingolstadt, 60, Saarbrücken, Wien, Wiesbaden, dann Unterhaching, Kaiserslautern, Magdeburg, Duisburg, Uerdingen, Mannheim, also ich kann sie bald alle aufzählen. Das ist so ein, ja, das ist eine brutale Liga, ne? Also das ist. Ja, ja. Ja, dann, also da gebe ich dir völlig recht, die Liga ist absolut brutal und wir haben als Absteiger natürlich gesagt, wir wollen so schnell wie möglich wieder versuchen, nach oben anzuklopfen. Dass das absolut brutal und schwer ist, das haben die letzten Jahre gezeigt, dass die Absteiger aus der zweiten Liga, ein absolutes Negativbeispiel ist da für mich Kaiserslautern, nie mehr hochgekommen sind, auch nicht so schnell mehr hochgekommen sind, wie wir das vielleicht geplant hat oder sich auch gewünscht hat. Das war uns klar. Wir haben einen großen Umbruch gehabt. Wir haben sehr viele Spieler verloren, vor allem unsere komplette Offensive verloren mit Kieré nach St. Pauli, der da gerade durchstartet, völlig. Manuel Schäffler, den besten Torschützen, den wir ja hatten, verloren. Max Dittgen nach St. Pauli verloren. Eigner, der uns die komplette Saison ausfällt. Das sind schon Sachen, wo man sagt, da musst du erstmal gucken, dass du das irgendwie kompensieren kannst. Und wir haben es auch dieses Jahr wieder geschafft, eine schlagkräftige Truppe auf die Beine zu stellen, die, ja, bevor wir jetzt diese 4-Spiele-Niederlagen-Serie hatten, in 10 Spielen ungeschlagen war. Und da hast du natürlich, bewegst du dann natürlich auch wieder Begehrlichkeiten nach oben. Es war alles sehr eng. Jetzt mittlerweile ist es so, dass die ersten drei weitestgehend weg sind. Und wir gucken müssen, dass wir uns als allererstes jetzt mal darauf konzentrieren, dass wir wieder in positiven Lauf kommen, dass wir den 4. Platz uns holen, der für den DFB-Pokal berechtigt. Das muss jetzt erstmal das kurzfristige Ziel sein und alles, was darüber hinauskommt. Da laufen die Planungen auch, was die nächste Saison schon angeht, auf Hochtouren. Wir sind ja gerade in der Länderspielpause, deswegen hattest du also auch als vielbeschäftigter Sportdirektor Zeit. Das letzte Spiel wurde dann in Zwickau 2-1 verloren. Ihr habt dann das nächste Punktspiel am 3.4. Ostersamstag zu Hause gegen Saarbrücken. Du hast angesprochen, Kaiserslautern zurzeit 18. Wien Wiesbaden 7. 44 Punkte und 60. Die haben 45 Punkte. Also Platz 4 wäre optimal und das wünsche ich dir natürlich auch. Und wir drücken die da ganz fest die Daumen. Du hast gesagt, Dresden, Hansa Rostock, FC Ingolstadt. Ich glaube auch, ohne jetzt Prophet sein zu können, dass unter diesen drei Mannschaften der Aufstieg ausgespielt wird. Sind wir mal gespannt, wie es dann im Endeffekt ausgeht. Es ist natürlich eine schwierige Zeit, du hast angesprochen, trotzdem muss man nach vorne gucken und muss also auch planen. Christian, wir sind fast am Ende und jedes Mal, wenn wir am Ende sind, ist so ein Traum, das heißt, es kommt eine Fee. Es kommt eine Fee, wir haben jetzt eine Zeit, also auch das Thema DFB-Nationalelf. Wir haben es gesagt, wir sind in der Länderspielpause. Eine Fee kommt zu dir im Schlaf. Christian, du bist jetzt Nationaltrainer beim DFB. Welche 11 Spieler werden in der Startformation in der A-Nationalmannschaft? Du brauchst jetzt eine Aufstellung von mir. Ja. Also, lass mich erst mal überlegen, ganz kurz. Also, Neuer, Hummels, Süle. Dann haben wir natürlich Kimmich. Dann haben wir natürlich Müller. Wir haben Kroos. Wir haben Havertz. Wir haben Gündogan. Jetzt sollte man noch ein paar Defensive dabei nehmen, weil sonst wird es relativ offensiv. Wir brauchen noch einen guten Rechtsverteidiger, einen guten Linksverteidiger. Nennen wir mal 2. Ich? schon schwierig, ne? Ich meine. Ja, also ich glaube, dass wir in Deutschland schon eine gute Qualität haben an vor allem auch jungen Spielern. Ja, ich glaube, dass es wichtig aber trotzdem auch ist, dass man ein gewisses
Erfahrungspotenzial der Mannschaft auch zur Verfügung stellt. Und deswegen ist dieser Schritt, den Jogi Löw jetzt auch gegangen ist, zu sagen, wir machen die Tür auf für die Müllers und die Hummels dieser Welt, weil sie einfach auch Qualität haben und weil sie ihre Leistung abrufen, der absolut Richtige. Und die Jungs außenrum haben ihre Qualität, die brauchen aber auch eine Stabilität, was Führungsspieler angeht. Und was das Allerwichtigste ist, die brauchen eine Stabilität im Verband. Und diese Stabilität im Verband, die muss erst nochmal nachgewiesen werden, weil das, was da momentan abläuft, tut keinen gut, tut keinem Amateurfußballer gut, das stimmt, und tut ja. keinem Bundesligaspieler gut und schon keiner Nationalmannschaft gut. Deswegen ist das der allerwichtigste Punkt. Und die fußballerische Qualität, die haben die Jungs, die da spielen, dauerhaft nachgewiesen. Und deswegen bin ich sicher, dass wir auch eine gute EM spielen werden. Da sind wir gespannt, wer diese guten Jungs dann nach Jogi Löw übernehmen wird. Vielen Dank für das Gespräch, Christian. Gerne. Herzliche Grüße an deine Familie. Bleib vor allem gesund. Viel Erfolg weiterhin im Profisport. Die neue Saison kommt bestimmt. Da müsst ihr und werdet ihr mit Sicherheit neu angreifen, obwohl es sehr, sehr schwer ist. Und jetzt deine Grüße in die Heimat und all deine Freunde sowie die ganzen Fans vom SVW in Wiesbaden. Vielen Dank, Christian Hock. Vielen Dank und auch schöne Grüße und vor allem ganz, ganz viel Erfolg auch für die Viktoria. Ich habe gehört, was da abläuft mittlerweile, was da investiert wird und was gemacht wird. Auch da viel Erfolg und natürlich euch vielen Dank fürs Interview und bleibt gesund. Dieser Podcast wird unterstützt von der Schwindbräu Aschaffenburg. Bierspezialitäten gebraut mit regionaler Braugerste. Schwindbräu, mein Schluck Heimat.